Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Christmas. Wir befinden uns in Fuchsania City, haben es mit Leichtigkeit gestern geschafft, Erika in Prismania City zu besiegen, haben jetzt also schon den zweiten Kanto-Orden. Das läuft schon mal richtig großartig und jetzt habe ich gedacht, wenn wir schon mal in Fuchsania City sind, schauen wir uns doch mal ein bisschen im Safari-Park, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ich sehe schon, die Pokémon, die hier ausgestellt waren, wurden jetzt wahrscheinlich hier zu der kalten Jahreszeit aus ihren Gehegen entfernt. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier? Steht hier irgendwas? Paul Park. Der hieß aber anders, oder? Das heißt irgendwie Partner Park quasi. Ein Platz für Neuanfänger. Oh, das hört sich aber gut an. Ach, guck mal. Da haben wir den guten Matteo, den Heckersteller. Hey Lenny, sieht aus, als würdest du dich gut machen auf deiner Reise. Als Weihnachtsgeschenk, I hooked up my secrets and rumors version, habe ich was mit Geheimnissen und Gerüchten entstocked the Paul Park with Pokémon for you. Ah, okay, cool. Als Weihnachtsgeschenk haben wir hier also einen ganzen Haufen Pokémon in diesem Paul Park, ja. Scheinbar auch ohne zeitliche Begrenzung bzw. ohne schrittliche Begrenzung. Das steht jetzt hier zumindest nichts. Musste auch uns auch nicht anmelden. Ja, gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Sieht auch ein bisschen anders aus. Bin ich ja mal gespannt, wem wir hier so alles begegnen. Pinsir, das ist doch schon mal, Mensch, das ist doch schon mal großartig. Auf Level 20. Sehr schön. Ich schaue mich erstmal so ein bisschen um. Wie gesagt, wir können ja jetzt hier nicht grenzenlos alles fangen, wie wir lustig sind. Wir haben ja unsere Challenge am Laufen. Ja, also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Knofenser und Dodo sind vielleicht die einzigen, wo ich sagen würde, die könnte man noch austauschen, aber da müsste es natürlich dann auch irgendwie was Flugmäßiges sein, beziehungsweise auch irgendwas gegen Wasser. Und das Knofenser muss ich sowieso nochmal ein bisschen offscreen trainieren, da bin ich gar nicht zugekommen. Okay, es scheint mehrere Pinsirs hier zu gehen, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber man kann sich auch, also man scheint hier auch ein bisschen trainieren zu können, beziehungsweise ist das jetzt nicht so, dass man jetzt nur Bälle werfen kann oder Köder oder sowas. Nein, man scheint sich hier auch ein bisschen, ich überlege gerade, ob ich Knofenser nach vorne tue, wobei Level 13 ist noch ein bisschen hart, oder? Nein, komm, wir können das ja mal so machen, wir packen den mal nach vorne und wechseln dann einfach im Kampf so ein bisschen. Dann bekommt das mal hier ein bisschen Erziehung mit. Ein Tauros. Level 30. Oh. Stark. Garados. Erledige für unser Knofenser das Tauros, bitte. So, Tauros geht in Rage. Da können wir eine Offensive gegen erweisen. Hyperstrahl! Völlig OP, aber scheiß drauf. Jawohl, sehr gut. Level 14. Very nice. Ah, hier unten ist ein See. Hallo See. Hier geht's wieder zurück. Ah, okay. Ich glaube, dann kann man jetzt wieder. Ja, da kann man wieder zurück. Ich dachte gerade, man könnte hier eventuell nicht wieder zurück. Ja, das sieht doch alles sehr nett aus. Das sieht doch wirklich sehr nett aus. Ich bin mal. Guck mal, man kann sogar von dieser Dingens hier zurück ins Wasser. Das finde ich ja auch nice. Das hätten sie mal in den echten Spielen so machen müssen. Ah, hier müssen wir sogar dann. Das finde ich irgendwie ganz nice gelöst. So mit der Treppe nach unten da. Das kann man ruhig mal so machen. Da dam 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 dam. Ein wildes Pinsir. Ich habe ja erst schon gedacht, es wäre vielleicht was. Ah, natürlich. Okay, ich glaube, das war's. Und nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Exakt die Hälfte abgezogen. So, mein liebes Garados, walte deines Amtes. Klammergriff wird jetzt, glaube ich, nicht so
das Problem werden. Ich bin mal gespannt, ob es dann jetzt hier auch irgendwie nochmal so wieder was wie ein Haus gibt oder irgendwie was, dass man so ein Item findet oder sowas. Fände ich ja mal ganz. Oder vielleicht ein legendäres Pokémon oder sowas. Es wurde übrigens gefragt, ob ich dann, wenn ich jetzt den Zerschneider schon habe, ob ich dann. Ach guck mal, das war es glaube ich sogar schon. Wurde ein bisschen kleiner gehalten, ist aber auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, wir können hier noch einmal rüberschwimmen. Ich wurde übrigens gefragt, jetzt wo ich den Zerschneider schon habe, ob wir dann das legendäre Pokémon aus dem Steineichenwald noch holen können. Ja, selbstverständlich machen wir das noch. Habe ich ja gesagt. Aber jetzt erstmal ist so ein bisschen Konzentration auf Kanto. Lässt sich dann ja vielleicht so für den letzten Part oder sowas dann nochmal so ein bisschen unterbringen. Ist vielleicht ganz nett. Ja, ganz nett ist auch der Safari-Park hier, beziehungsweise der Partner-Park. Ich weiß nicht, inwiefern uns jetzt hier ein Platz für Neuanfänge ist. Vielleicht sind die hier irgendwie, weiß ich nicht. Aus dem Namen könnte ich jetzt irgendwie leiten, dass die Pokémon hier dann irgendwie besonders zutraulich sind. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob es hier sowas wie Zutraulichkeit schon gab. Ich glaube ja. Und dass dann dadurch, dass das dann der Beginn einer neuen Freundschaft oder irgendwie sowas sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. So, jetzt haben wir aber noch eine Arena vor uns. Und die würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne schon mal machen. Ich glaube, mit Alpollo sind wir hier mit unseren. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Machen wir einfach mal. Kommen wir dran vorbei ohne Kampf. Huch. Wollen die überhaupt kämpfen? Ich könnte schwören, die hat uns jetzt gesehen. Gerade eben. Hä? Okay. Ist der Arena-Leiter noch gar nicht da oder bist du jetzt die Arena-Leiterin? Ah, okay, wir müssen jetzt. Ah! Wir müssen den Arena-Leiter finden, anscheinend, unter den Leuten hier. Na gut, das könnte jetzt natürlich jeder sein, ne? Gut. Aber Bittersamen kriegen wir dennoch ganz gut weg, denke ich. So, Tonop, du, walte deines Amtes. Danach kommt bestimmt Bisaflor. Ich glaube, es ist eine ganz gute Sache, dann damit Tonop, du gegen anzukämpfen. So, Flammenball. Balls in your face. So, und der dritte bitte. Venusaur. Selbstverständlich. Wer hätte es kommen sehen? Ja, meine lieben Freunde, was ich noch anmerken wollte, was mir gerade so einfällt, es ist ja bald Weihnachten. So, und weil bald Weihnachten ist, ist man ja immer so ein bisschen gutherziger. Und die meisten von euch werden sich ja daran erinnern, dass sich über das Let's Play hinweg ein kleines Gewinnspiel versteckt. Ich werde am 24.12. unter jedem Let's Play Part einen kleinen Hinweis schreiben, wo sich der Buchstabe versteckt, den es zu finden gilt, beziehungsweise die dann am Ende einen Lösungswort oder einen Lösungssatz ergeben. Einfach für die Leute, die jetzt wirklich Schwierigkeiten hatten, die Buchstaben irgendwie zu finden, dass die sich dann ab dem 24., bevor sie das fertige Lösungswort haben, sich dann noch einmal umschauen können. Wenn euch dann noch irgendein Teil fehlt, dann könnt ihr euch den nochmal ansehen. Ah, das scheint auch nicht zu sein. Und so als kleine Hilfestellung, weil ich mal so nett bin, dachte ich, machen wir das einfach mal. Ein Nidoking. Wee, wee, wah, wo, wah, wai, Hypnose. Er ist fast am Schlafen. Großartig. Die Seite, wo ihr dann Lösungswort eingeben könnt, ist übrigens auch schon fertig. Das heißt, das werde ich euch dann am 24. dann in dem Part ebenfalls nochmal mit auf den Weg geben, wenn ihr dann das letzte Satzzeichen gefunden habt, was ja so,
so wie ich es letztes Mal gesagt habe, eine Zahl sein wird. So genauso wie heute, genauso wie morgen und übermorgen dann eben genauso. Und ja, deswegen. Oh, ich hoffe, wir können uns jetzt ein paar Kämpfe. Na, das ist. Ah, doch, das ist sie. Ah, du blöde kleine Mistsau, Alter. Ich habe jetzt wirklich gedacht, sie wäre das. Hat uns eiskalt verarscht. Dafür gibt es Rache. Dafür gibt es Rache. Sie wird sich noch wünschen, dass sie es gewesen wäre. Sie wird sich wirklich wünschen, dass sie es noch gewesen wäre, mir einfach den Orden geschenkt hätte. Natürlich. Ich dachte, vielleicht kriegen wir sie mit Nachtnebel irgendwie schon mal weg. Naja, wenigstens jetzt. Spätestens meine ich. Als nächstes kommt dann jetzt wahrscheinlich Duflor und dann Giflor. Abok. Na sowas. Ja, lass uns mal. Nee, wir behalten Alpollo. Machen aber jetzt nicht denselben Fehler gerade eben nochmal, also wie gerade eben nochmal, sondern setzen jetzt direkt das Spuckebällchen ein. Ich hoffe, ich habe noch ein Paraheiler dabei oder ein Full Heal. Dann muss ich nämlich nicht unbedingt jetzt in das Pokécenter rein. So, und ein weiter. Ja, komm, dann packen wir. Bevor der mir jetzt hier gleich kommt, ja, jetzt bin ich paralysiert auf einmal. Bekämpfen wir die Pflanze direkt mit Feuer, so wie man das immer macht. Mama. Aber sollte ich eigentlich Flammenrad einsetzen, um ein bisschen AP zu sparen. Aber gut, so ist es auch okay. Ja, noch 6 Level, glaube ich, dann erlernt Tonut, glaube ich, Flammenwurf. Da bin ich mal gespannt, was ich dafür verlernen werde. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, was der alles kann. Okay. Dann ist es jetzt aber wahrscheinlich. Nein. Doch! Die wollen mich ja alle verarschen. Die wollen mich hier wirklich alle verarschen. Es ist unglaublich. Ah, jetzt habe ich natürlich Alpollo gar nicht geheilt. Naja, egal. Scheiß drauf. Ich glaube, so das Problem wird das jetzt hier nicht. Komm, wir setzen mal. Okay, jetzt könnte es nervig werden. Ach, komm. Ich wollte jetzt gerade Hypnose einsetzen, um eine kleine. Ach, halt's Maul. Um eine kleine Zeitzone zu haben, wo ich ihm mal eben eine Full Heal geben kann, wenn ich denn noch eins habe. Ich müsste. Ja. 4 Stück noch, das sollte reichen. Großartig! Groß und artig, das bin ich. Okay. Noch ein bisschen Traumfresser und dann geht es unserem Alpollo so wie vorhin ebenso direkt nach dem Pokécenter. Sehr schön. So soll das doch aussehen. Ja, großartig und noch ein Level-Up dazu. Sehr schön. So, wer ist als nächstes? Venomoth, das ist Omot. Oh ja, komm, behalten wir mal ihn hier. Und ebenso Hypno. Ach komm. Na los. Da bin ich mal gespannt, was ihr höchstes Pokémon ist. Und tschüss. Läuft doch. Seid ihr denn auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer ein Weihnachtskind. Ich freue mich. Nein, Jesus! Ich freue mich ja wirklich immer auf Weihnachten. Mir fehlt seit einigen Jahren nur so ein bisschen das Wetter dazu. Das muss irgendwie mal nochmal ein bisschen besser werden. Also heute regnet es wirklich wie Sau die ganze Zeit. Und irgendwie, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir uns mal ein bisschen mehr um unsere Umwelt kümmern. Dass wir an Weihnachten auch mal wieder Schnee haben können. Klimawandel macht doch einiges mit unserer Welt. Das soll jetzt hier nicht irgendwie ausarten in so einem, keine Ahnung was Vortrag, aber just saying. Ah.
Das ist der einzige Nachteil an Traumfresser, dass man immer bangen muss, dass Hypnose irgendwie daneben geht. Und ich glaube, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Hypnose auch gar nicht. Ich weiß es gerade nicht genau, aber es geht doch relativ häufig daneben, muss man sagen. Ja, und außerdem wollte ich ja auch noch sagen, für die Leute, die das jetzt hier direkt pünktlich am 22. schauen, entweder heute oder morgen, spätestens morgen, gibt es endlich den neuen Teil von Absurde Pokédex-Einträge. Ich habe eine Sache ein bisschen anders gemacht diesmal, aber das werdet ihr gar nicht großartig merken. Also für euch ist es eigentlich nur von Vorteil, glaube ich. Ach komm, ich will jetzt... Junge. Na komm, machen wir das so. Ach, das trifft, aber Hypnose trifft nicht. So, ich meine, ist doch scheiße. Ich meine, rein logisch gesehen wäre es viel einfacher, so ein kleines Ding zu hypnotisieren, als ihn mit so einem Spukball zu bewerfen. Jetzt mal im Ernst. Weil du brauchst bei einer Hypnose ja eigentlich kein... So, ja, kein präzises Ziel. Ach komm, lass mich jetzt bitte nicht Spukball einsetzen müssen für 3 KP. Und ich muss es doch. Naja, Hauptsache es ist weg. Das war's. Wunderbar. War aber diesmal nicht so stark wie jetzt bei, wie jetzt in Saffronia City. Dafür haben wir jetzt den nächsten Orden, den Seelenorden. Und bekommen Toxin geschenkt. Ja, läuft doch, würde ich mal so behaupten. Läuft doch wie am Schnürchen. Großartig. So, dann. Oh, hier geht's runter. Geht's jetzt hier... Warte mal, geht's hier nach? Also ich habe gerade eben schon mal gesehen, das geht anders als in der normalen Gen, geht's gar nicht runter zur Zinnoberinsel. Hier anscheinend jetzt aber irgendwie... Warte mal, this road is closed for construction. If you want to get to Cinnabar, okay. Ja, dann müssen wir wohl... Schenkt uns der was vielleicht? Ich habe irgendwie das Gefühl, der könnte uns was schenken. Ja, okay. Doch nicht. Ja, dann müssen wir wohl nach Alabaster City. Ich überlege jetzt gerade, wie wir dann am besten dahin kommen. Es ist ja alles zu. Und anscheinend können wir auch nicht von Orania City aus dahin. Das heißt... Oh, bitte sag nicht, ich muss durch die Höhle. Sag bitte nicht, ich muss durch diese nervige Höhle. In Saffronia City waren wir, da kommen wir nicht nach Azura. Kommen wir nach Azura? Ich muss mal gerade gucken, ob wir nach Azura City kommen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber von Azura City aus nach Mahagonia City ist auch nervig. Durch diese... Nee, falsche Richtung. Durch diese scheiß Höhle. Ich hasse Höhlen. Ich hasse Höhlen wirklich über alles. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sehr ich Höhlen hasse. Wenn es dann auch Dunkelhöhlen sind, wo man dann irgendwie... Habe ich Blitz noch? Nein, ich habe meinen... Warte mal, nee, da geht's nach Johto. Ich habe ja mein Elektroball, glaube ich, weggegeben, ne? Ja, letzten Part war das. Schauen wir mal. Upsala. Oh, hier wird man aber auch hinters Licht geführt. So. Hier müsste es dann jetzt eigentlich nach Azuria City gehen. Und es geht nach Azuria City. Der Baum ein bisschen verrutscht. Da könnte man sich eigentlich mal vom Ordnungsamt drum kümmern. Aber wollen wir mal nicht so sein. Warte, wir haben doch... Wir haben doch ein Fahrrad. Wieso nutze ich das nie? Wir haben ein Fahrrad und ich nutze es nie. Ist das zum Kotzen? Okay. Also, Azuria City ist dann jetzt so der Punkt, an dem ich bereue, dass ich mich irgendwie nie drum gekümmert habe, dass wir was gegen Wasser-Pokémon haben.
Ich will jetzt erstmal. Gibt's hier das Sonderbonbon noch? Oder hat das im Sommer schon jemand aufgehoben? Hm. Scheinbar kein Sonderbonbon für Lenny. Nee. Zumindest jetzt nicht am gewohnten Ort und an gewohnter Stelle. Okay, ist aber eigentlich auch egal. So, hier sind dann jetzt. Nee, die sind auch alle weg. Die Nugget-Trainer, die Trainer von der Nugget-Brücke, der Mr. Der Mr. Glitch ist auch nicht da. Dafür haben wir jetzt hier bestimmt ein Item. Jawohl. Und zwar einen Trank. Na, das ist doch besser als gar nicht. So, der will mit uns kämpfen. Mit Sicherheit, genau. Ah, okay, dann sind das jetzt hier wahrscheinlich alles die die Nugget-Trainer. Dem war wahrscheinlich auf der Brücke zu kalt und deswegen haben sie es jetzt da irgendwie verlegt. Spukball in dein Gesicht, mein Freund. Ja, das war ja relativ einfach. Gut, dann sind das jetzt hier also die Nugget-Brücken-Menschen, die sich jetzt hier ein paar Meter weiter nach oben verfrachtet haben. Dann würde ich sagen, dann haben wir ja erstmal was für den nächsten Part. Heute ist nämlich jetzt erstmal wieder vorbei. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, Leute. Ciao.